Leute, da bin ich wieder. Hier haben wir jetzt ein Album, wo ich Kakaokarten, Schüttelkarten etc. drin habe. Und ich habe mir das Album selber ein bisschen hübsch gestaltet. Ist ja ansonsten nur ein einfaches Ringbuch. So, dann haben wir hier eine Beschreibung, was Kakaokarten sind. Damals wusste ich das noch nicht. Also habe ich mir das aus dem Netz ausgedruckt. Und hier haben wir zum Beispiel schon mal die Funkerkarten. Das Bild habt ihr ja in dem einen Album in Farbe gesehen. In A4 dann groß. Das hatte ich mal entworfen und das hatte ich mal entworfen. Das habe ich geschickt bekommen. Das ist jetzt hier eine Tauschkarte gewesen. Das ist da dieses, mit einer hübschen Landschaftskarte noch dabei. So. Und das hier war ebenfalls dieses farbige Bild, was ihr da gesehen habt. Und das hier. Ebenso das. So, hier, das sind jetzt zum Beispiel diese Schüttelkarten. Na, jetzt hängen sie alle fest. Ach, die kleben fest, tut mir leid. Also das hier sind diese 3D-mäßigen Karten, wo man innen drin dann so Steinchen reinmacht und normalerweise kann man die schütteln. Aber die haben sich jetzt festgesetzt. Ja, das ist, wie gesagt, eine. Das hier war eine Tauschkarte. Das ist die andere Schüttelkarte. Und dann hier die Dracula-Karte, die da in einem anderen auch drin war. Das war diese von der Tauschkarte. Das war eine Geburtstagskarte. Diese Karten hier, die habe ich von Inga Semisow gekauft. Die sind wunderschön. Ist ja, wie gesagt, eine meiner Lieblingskünstlerinnen hier in Deutschland. Und die Kakaokarten sind ebenfalls von ihr. Ebenfalls alle gekauft. Die hat sie noch schön mit Glitzer verschönert. Ja, das kann man nicht so ganz erkennen, aber erahnen. Das hier sind jetzt hier eigene Kunde. Das hier ist so eine Doppelkarte, die hat man also durchgeschnitten. Das ist ein Gesicht quasi in der Metamorphose. Dann ein Dracula, ich liebe Dracula. Dann eine Spinne. Ein kleiner Pikachu. Dann hier sind buckelige Pferdchen aus dem Zeichentrickfilm. Dann das sind Wuppies, das sind von Schallplatten. Und dann ein Auge. Alle stehen hier auf Augen. Dann hier die eigenen Entwürfe meiner Wappen. Das waren meine Karten, wie gesagt. Was jetzt kommt, das sind alles Tauschkarten. Alles Tauschkarten. Ne, das ist ein Tauschbild. Diese hier habe ich ebenfalls wieder gekauft hier. Ebenfalls von einer süßen Künstlerin auf Facebook. Von ganz niedlich. Jetzt kommen Kakaokarten, die ich ausgedruckt habe, aber nicht so gezeichnet habe, sondern Nintendo Art Academy für Nintendo 3DS. Ja, waren ja über 100 Pokémon zum Zeichnen drinne und die habe ich alle gezeichnet da drin im Programm. Und dann habe ich die alle im Kakaokartenformat ausgedruckt. Sind ja quasi auch Kakaokarten. Ja, sämtlicher hübschen Pokémon. Manchmal habe ich sogar eigene Hintergründe reingemacht. Von eigenen Gemälden aus dem anderen Art Akademie oder sogar von Fotos. Wie es mir gerade einfiel. Ansonsten sind die anderen Hintergründe im Pokémon Art Akademie drin gewesen. Hier habe ich zum Beispiel auch hier gemischt hier. Art Akademie und Pokémon Art Akademie. Das Pferd im Hintergrund ist nämlich von Art Akademie. Und dann hier sind hier schöne weitere Karten. Das hier ist dieser hübsche Hirsch, Xerneas oder wie der heißt. Da habe ich das Bild von meinem Gemälde genommen, den Weg zu Draculas Grab als Hintergrund. Hier sind wieder schöne andere. Hier. Auch mit Verwandlungen. Ein kleiner Glumanda, Glutek, Glurak, Mega Glurak. Also bis hierhin, das ist alles hier quasi Glumanda oder Glurak. Und hier weitere Bilder. Und hier. Also alles Art Academy Pokémon.
Mein neuestes Art Akademie, das ist Disney Art Akademie. Aber da habe ich noch nicht so viel gemacht. Die muss ich noch schön weitermachen. Da habe ich erst die ganzen Grundlehrgänge zu Ende gemacht. Jetzt bin ich im freien Zeichenmodus. Das hier war ja übrigens alles auch freier Zeichenmodus dann später. Also sehr schöne Bilder, finde ich. Wunderbare Teile da. Vor allen Dingen schöne viele Motive. Konnte man nicht meckern. Hier noch. Und hier sind die letzten. Und jetzt kommen also, habe ich sogar eigene Entwürfe hierbei. Den habe ich mir ausgedacht. Der ist von mir selber. Aber ich habe noch zwei, aber die sind jetzt hier nicht, noch nicht drin. Die habe ich noch nicht ausgedruckt. So, und hier haben wir jetzt, warte mal. Hier haben wir noch schöne leere Dinger. Haben wir so noch viel Platz. Hier habe ich jetzt meine eigenen Zeichnungen, Gemälde und so weiter im Kakaokartenformat nochmal alle ausgedruckt. Also quasi meine eigenen Bilder, die hier so in den Mappen A4, A3 groß sind, drinne waren oder welche, die auch im Auftrag waren, habe ich alle als Kakaokarten ausgedruckt. Hier zum Beispiel. Oder hier. Ich muss natürlich dazu sagen, ich habe einen hervorragenden Drucker. Alle hervorragende Drucke. Das hier sind ebenfalls Romanfiguren. Die zeige ich euch nochmal im Original. Die habe ich nämlich in der Mappe drin. Hier alles hübsch ausgedruckt. Das sind jetzt wieder eigene Entwürfe. Haben wir hier. Das ist einmal Spider-Man. Das hier ist, sind Comicfiguren. Die habe ich hier in unsere Stadt reingearbeitet hier. Das hier ist roter Blitz, im Hintergrund ist eine Ruine. Das hier ist ein ursprünglich ein Ölgemälde in A3, das zeige ich euch noch. Das ist mit Collage. So. Dann haben wir hier einen eigenen Entwurf, das ist ein Außerirdischer in einem Zeitloch. Das habe ich in ein eigenes Foto eingearbeitet, genau wie das hier oder das und das. Das sind meine beiden Porzellanpuppen. Hier habe ich noch eine andere Porzellanpuppe. Die habe ich aber nicht mehr. Die habe ich mal als Geburtstagsgeschenk gemacht. Hier war diese hübsche Wasserburg. Dann haben wir hier das ursprüngliche Ölgemälde. Das habe ich aber leider nicht mehr. Das war mal ein Auftrag. Und so. Und dann hier diesen Comic. Dann hier sind noch andere. Ebenfalls hier mit Computer umgearbeitet alles. Mal so ein bisschen. Das hier waren mal im Original teilweise A3, A4. Winterlandschaften in Pastell, in Buntstift, was mir so einfiel. Acryl, das hier ist Acryl, das ist Acryl. Also die Originale jetzt, ne? Und hier sind, haben wir die letzten da. Das sind jetzt die hier, das, was hier noch kommt. Ach so, ja, hier haben wir auch noch was. Stimmt, die und dafür noch. Das hier war mal so ein Kugelschreiberwettbewerb. Da habe ich jetzt allerdings nur noch die Ausdrucke von, weil die Originale sind ja da, da hingegangen. Also, wo der Wettbewerb war halt. War so ein Kuli-Wettbewerb. Hier habe ich noch mal einen Schwarz-Weiß-Ausdruck. So, das war jetzt das andere. Als nächstes kommen wir zu richtigen Mappen. Diese waren ja Ringbücher. Also, bis denne.